Ja, in der Tat. Ich hatte da von einem weiteren Artefakt gehört, aber noch keine Gelegenheit, danach zu suchen. Das Beil eines Aufsehers. Dieser Kerl war ein echter Schlechter und gab schließlich seine Fertigkeit mit der Klinge und den Spalter selbst an seine Tochter weiter. Halion. Nach Halions Tod vermuteten die Magier eine Finsternis in dem Beil. Es gelang ihnen, es in die Finger zu bekommen und dem flüsternden Gewölbe wegzusperren. Das Gewölbe wurde schon vor langer Zeit geplündert und die Magier vertrieben. Aber ich hoffe, dass es noch immer in einer der Truhen dort liegt. Nicht in der Stadt. Ich brauche Zeit, um das zu tun. Ich brauche Zeit, um das zu tun. Ich bin noch nicht bereit. Mehr Zeit. Noch nicht bereit. Ich bin noch nicht bereit.
bereit. Psst, leise. Sie lässt dich hier nicht finden. Was ihr nicht sagt. Wer war er? Ein Ehemann? Ein Geliebter? Ich bin nicht überrascht. Wisst ihr, Halion war weit und breit für ihre vielen Liebhaber berüchtigt, die einer nach dem anderen verschwanden. Der Legende nach wurde sie von unbezähmbarer Eifersucht verderbt. Zweifellos das Werk des Spalters. Und beseitigte unweigerlich jeden einzelnen Partner und Geliebten. Damit sie für immer zusammenblieben, verzehrte sie dann ihr Fleisch, sodass sie niemals getrennt wären. Ach. Leider bedeutet das aber auch, dass diese armen Seelen niemals wirklich Frieden finden werden. Naja, wenigstens habt ihr mir das Beil gebracht, damit ich es vor weiteren Opfern bewahren kann.